Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian. So, heute und morgen die Folgen werden nochmal ohne Cam sein. Die nehme ich jetzt nämlich hintereinander am Stück weg auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute nicht so gut drauf und hoffe, dass ich mich jetzt einfach ein bisschen von meinen unschönen Gedanken ablenken kann mit der Aufnahme hier. So, sehr schön, was wir hier gerade für einen Geldbetrag haben. Eine Schnapszahl, 8888 Credits. Na, sehr schön. Ja, ich bin ja immer noch am Überlegen. Ich überlege tatsächlich momentan, ob ich Ulrika abgebe. Ich würde sie aber erst dann verkaufen, wenn ich von ihrem Verkaufspreis den Anhänger nochmal aufwerten könnte. Es kann sein, dass jetzt nochmal ein bisschen rumpelt. Ich muss das Mikro nämlich noch ein bisschen näher ranziehen. Es tut mir leid. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel sie mir bringen würde. 1600, das ist definitiv noch nicht genug. Das heißt, wir müssen definitiv noch mal ein bisschen was tun mit ihr. Und zwar im Endeffekt Geld verdienen. Wir müssen mit ihr den Parcours hier reiten. Ulrika ist hier noch nicht weit genug. Wir können mit ihr die Novice-Prüfung reiten. Nehmen wir mal Blackjack. Sie ist ja eigentlich... Ich glaube, ihr fehlt immer noch Springen. Ich glaube, ihr fehlt immer noch Springen und Stärke. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das überhaupt noch hinbekommen mit ihr. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen... kritisch veranlagt. Oh. Und konnte ich sie denn gerade überhaupt nicht mehr abbremsen? Egal, wie sehr ich die Zügel angenommen habe. Das war jetzt irgendwie komisch. Das wird jetzt wahrscheinlich Zeitstrafen geben, vermutlich. Weil das hat uns jetzt unheimlich viel Zeit gekostet. So, oh Gott, was für eine Runde hier. Oh, jetzt pariert sie selber in den Trab durch. Also ich muss auch ehrlich sagen, mit ihr würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt züchten wollen. Einfach, weil mir ihr Temperament nicht wirklich zusagt. Ich mag ja keine Pferde, die ich dauernd treiben muss. Und da ist sie definitiv leider ein Pferd, auf das das zutrifft. Genau, Jump and Strength is required. Oh, aber guck mal, wir haben immerhin Futter freigeschaltet. Jump and Strength. Ich habe schon so viel mit ihr Jump and Strength trainiert. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich sie nicht tatsächlich einfach abgebe. Wir brauchen die 12.500. Das heißt, wir sind davon noch 3.500 ungefähr entfernt. Das ist schon noch einiges, was wir machen müssen. Wenn ich jetzt zwei Pferde verkaufen würde, dann hätten wir es fast... Tja, aber ich weiß nicht, ob ich Trost oder, ja, Athena möchte ich eigentlich auch ungern hergehen, Blue eigentlich auch nicht. Ich bin da wirklich so ein bisschen am Überlegen. Wir könnten aber vielleicht nochmal mit Blue ein bisschen reiten. Pony Intermediate, denn Blue ist auch soweit. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Blue kann jetzt auch in den L-Turnieren starten. Allerdings, ist es da ein bisschen niedriger. Also es ist quasi nicht wirklich L. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht so unbedingt auf die Maße geguckt, ob es wirklich jetzt L wäre. Ich habe es jetzt einfach in der letzten Folge mal L genannt, denn es ist ja, es kommen ja nur noch zwei Stufen drüber. Also quasi M und S. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so genannt. Wow. Und ihr habt es eben auch schon gesehen, ich habe tatsächlich den Parcours mit ihm fehlerfrei abgeschlossen. Das heißt, die Runde mit ihm war sogar besser, die ich gedreht habe, als die mit Ares. Weil mit Ares, wurde mir jetzt geschrieben, hatte ich einen Zeitstrafpunkt. Deswegen die Fehlerpunkte. Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Oh Gott, ich sehe, das ist total leckt für euch. Ja, es ist super schade, dass ich am Emulator halt auch nicht wirklich
zum einen nicht gescheit steuern kann, zum anderen habe ich diese Version hier da nicht. Ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt auch schon mal darauf angesprochen worden, warum ich denn nie Galoppwechsel mache. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wäre ziemlich stressig zu lenken. Deswegen habe ich das noch nie gemacht. Oh, jetzt muss ich nochmal rum. Jetzt habe ich gerade mal versucht, einen Galoppwechsel zu machen. Aber irgendwie kriege ich das auch nicht hin. Also ganz ehrlich, Galoppwechsel stressen mich. Aber ich glaube, ich muss sie auch nicht unbedingt machen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja bislang auch schon sehr gut durchgekommen ohne die Galoppwechsel. Also liegen geblieben ist auf jeden Fall wieder alles. Fehler haben wir trotzdem diesmal zwei, nämlich die Zeitstrafen. Bringt uns immerhin die 150 Credits. Um die geht es mir jetzt gerade eher, denn ich brauche irgendwie das... Geld. Ich bin jung und ich brauche das Geld. So. Hier steht jetzt in den Angaben für die Hindernishöhe übrigens auch 40 Zentimeter bis 1 Meter. Das ist natürlich keine Angabe, die man bei einem Springen lesen wird. Weil wenn die Hindernisse bis zu einem Meter gehen, dann fangen sie nicht bei 40 Zentimetern an. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Ich vermute mal fast, dass einfach immer die 40 Zentimeter mit angegeben sind, weil das die Mindesthöhe ist, die die Hindernisse haben in den Wettbewerben hier. Also, das vermute ich, wie gesagt, zumindest mal. So. Gut. Das läuft auf jeden Fall hier ganz gut. Hoppala. Da habe ich ein bisschen zu viel getrieben. So, jetzt muss ich abbremsen. Aber ich will nach Möglichkeit keine Zeitstrafen bekommen. Nach Möglichkeit weder Zeitstrafen noch Abwürfe. Und bislang sieht das sehr, sehr gut aus. Wir haben noch drei Hindernisse vor uns. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. So. Jawohl. Fehlerfrei. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Blue. Damit haben wir uns alle Schleifen erarbeitet. Und haben wir damit jetzt auch das nächste freigeschaltet. Jawohl. 70 bis 90. Gold Rush Advanced Qualifier. 19 Sprünge. Das ist natürlich eine Hausnummer. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wie das läuft. So. Schön konzentriert bleiben jetzt. Wo ist der nächste Sprung? Der ist da hinten. So, und jetzt abfangen. Ja, gut. Prima machst du das, Blue. Jetzt auf leicht gebogener Linie der nächste Steilsprung. So, hier können wir ruhig ein bisschen flotter drüber. Ein bisschen breiterer Sprung. Sieben von 19. Also ich muss euch sagen, Leute, ich bin gerade schon ein bisschen angespannt. Oh, schade. Da kam irgendwie das Ding ziemlich spät, weil ich anscheinend super blöd angeritten bin.
Jetzt hauen wir das auch noch um. Ja, schade. Jetzt irgendwie hat er gerade keine Lust mehr. Boah. Das ist jetzt aber von den Wendungen her schon deutlich schwieriger als so manch anderer Parcours. Na gut. Ist ja gut, wenn es schwerer wird. Wäre ja auch schade, wenn es immer alles total easy peasy bleiben würde. Na, den haben wir nur berührt. So, jetzt wieder konzentriert weiter. Da habe ich mich auch eben stark ablenken lassen während des Parcours. Sehr schön da drüber. 4 Sprünge haben wir noch. Also ich muss schon sagen, das ist aber auch verflixt lang. Also ich bin mal gespannt, ob ich hier nicht auch noch Zeitstrafen bekomme, denn so lang für einen Springparcours, das ist doch sehr, sehr sehr außergewöhnlich. So, das war der letzte Sprung. Vier sind es dann letzten Endes geworden. Aber Erfahrung und Geld hat es trotzdem gebracht. Sind wir mal ehrlich, muss man auch mal so sehen. Okay, das war heftig. Blue hat sich trotzdem gut geschlagen. Und guck mal, wir haben jetzt schon 9.500. Fehlen uns nur noch 3.000, bis wir den Anhänger das nächste Mal aufwerten können. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Vielleicht können wir das in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich werde jetzt im Off einfach mal noch ein paar Pferde auf den Turnieren vorstellen, die ja ich jetzt nicht in den Folgen direkt reiten möchte. Und gucken, was wir da finanziell noch zusammenkratzen können. Also dann, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben bzw. dem Video, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, momentan springen wir sehr, sehr viel, aber wir können halt gerade noch nicht so super viel machen. Ich finde es gerade eher interessant, uns im Parcours nach oben zu arbeiten, als das Gelände ganz oft hintereinander abzureiten. Da gibt mir der Parcours irgendwie mehr. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wenn ihr jetzt irgendeine ganz spezielle Sache gerne sehen möchtet, dann schreibt es doch auch in die Kommentare. Und ja, ich bin nach wie vor noch gespannt, wann ich euch euren ganzen Ringel an Antworten, an Fragen beantworten kann. Lasst euch überraschen. Ich denke mal, nächste Woche wird es soweit sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei sein würdet. Also, bis dahin. Tschüss!